Servus Leute und willkommen zu einer kleinen, ja, Info-Folge, Patch 25, Gedankenmach-Folge-Gedöns-Zeugs. Längster Name ever, genauso schreibe ich den in den Titel, dann kann den niemand mehr lesen. Nee, ich habe ja gesagt, ich befasse mich privat mal ein bisschen mit dem Spiel, das gehört jetzt auch nicht offiziell zum Projekt. Ich habe mich auch mal ein bisschen mit befasst, ihr seht's ja, das habe ich am Samstagabend, Moment, welcher Samstag ist denn das? Heute ist der 13., dann war das der 11. Am Samstagabend habe ich das in, keine Ahnung, 3-4 Stunden oder so, habe ich das Gefängnis hier gebaut. Erstmal alles geplant, akribisch eigentlich, und halt mal ein bisschen geschaut, wie man das alles verbessern kann. Das Gefängnis läuft soweit auch gut. Das Problem mit den Initiatoren ist hier nicht so vorhanden. Dagegen seht ihr, was hier jetzt irgendwie der Fall ist. Ich habe hier einen massiven Anstieg an extrem zähen, extrem tödlichen Menschen. Ich möchte erstmal kurz zum Projekt was sagen, bevor ich über den Patch rede. Erstmal möchte ich sagen, dass das Projekt jetzt erstmal pausiert sein wird. Zu den Gründen komme ich später, wenn ich über den Patch rede. Wir werden das jetzt so machen, dass ich bis zum nächsten Patch mal warte. Wenn sich bei dem Patch nichts ändert, müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass das Projekt so lange pausiert ist, bis es wieder einigermaßen spielbarer wird für mich. Ich muss sagen, es ist schade, ich würde es gerne weiterspielen. Dieser Patch macht für mich ein paar Sachen kaputt. Einerseits ist es super, dass man eine Herausforderung hat. Es ist gut, dass die Gefangenen sich nicht mehr hier so leicht unter Kontrolle halten lassen, dass die sich auch mal ohne Grund hier irgendwelche Konflikte liefern. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, wenn die sich einfach mal random eine Schlägerei liefern würden. Das Problem ist, dass die sich nicht eine Schlägerei liefern, sondern sich sofort umbringen. Das war bei mir jetzt schon so, es ist einmal hier in der Kantine eine kleine Schlägerei ausgebrochen und da waren sofort 3-4 Tote am Start. Das liegt wahrscheinlich einerseits daran, dass ich hier so viele extrem zäh, extrem tödliche Typen hier habe. Zweitens an der Tatsache, dass die Wachen das recht wenig interessiert. Ich habe festgestellt, wenn hier dran eine Schlägerei ausbricht, gut, ich habe hier niemanden stationiert. Aber dieser Typ hier, der hier stationiert ist, müsste das sehen, dass hier was ausbricht, eine Schlägerei ausbricht, und müsste eigentlich das halbe Gefängnis alarmieren, dass die Kollegen hier zu Hilfe kommen und das klären. Tun sie aber nicht, soweit ich das festgestellt habe. Es sind zumindest ein, zwei Wachen hier angetreten. Wahrscheinlich ist da noch der dazugekommen, der hier eine Patrouille hat. Aber die können da nichts machen. Und es ist halt nun mal dann extrem, extrem, extrem schnell passiert, dass ihr 3-4 Leute gestorben sind. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn sie sich eine Schlägerei liefern. Aber bitte, die sollen sich nicht gleich umbringen. Also, einfach, dass irgendjemand random umbringt, das geht für mich überhaupt nicht, muss ich sagen. Es ist für mich ein bisschen zu extrem. Ich würde das so ausdrücken. Eine Schlägerei, dass sich hier ein paar Leute verletzen, das kann mal spontan passieren. Aber dass sich jemand spontan einfach so umbringt, einfach weil sie es können, ich glaube, das ist selbst im Gefängnis selten der Fall. Das meine ich halt damit. Das sind diese Sachen, die mich stören. Oder beziehungsweise das ist eine der Sachen, die mich stört. Ja, es ist halt einfach blöd. Ich lasse das Gefängnis jetzt mal auf, mal schauen, was passiert. Ich werde das eh nicht mehr weiterspielen, weil es ist eh schon fast fertig, bis auf das Ding hier hinten. Man könnte es natürlich noch rausbauen, aber das ist auch schon egal. Wie gesagt, das ist ein bisschen doof hier so. Entschuldigung, ich habe was im Hals. Kann gerade nicht reden, tut mir leid. Ach Gott. Ein weiteres Problem ist, ich glaube, das habe ich jetzt klar ausgedrückt, eigentlich, was ich meinte. Es ist halt einfach ein bisschen doof, was ich damit mit diesen random Schlägereien meinte. Der weitere Punkt ist natürlich das Problem mit diesen Charaktereigenschaften. Das ist an sich auch eine gute Idee. Allerdings hätte ich erstens gerne, dass diese Dinger wirklich eine Besonderheit bleiben und dass nicht jeder dahergelaufene Volltrottel zig Charaktereigenschaften hat. Ihr seht ja, hier haben schon wieder alle zäh, hier haben schon wieder alle Fragezeichen über dem Kopf. Es wäre gut, wenn das was Besonderes wäre. Es wäre gut, wenn es auch noch durchschnittliche Gefangene gäbe.
Es gibt hier aber eigentlich keine durchschnittlichen Gefangenen. Es gibt, ihr seht's ja, die Hälfte von meinen Gefangenen ist legendär. Das kann ja irgendwo nicht sein. Also mir ist, das ist der zweite Kritikpunkt an diesem Patch, den ich habe quasi. Mir ist die Dichte an diesen Charaktereigenschaften Typen hier zu hoch. An diesen legendären vor allem. Ihr habt zwar im Let's Play gesehen, wie viele Initiatoren wir in dem Gefängnis hatten. Hier haben wir jetzt ein ähnliches Problem mit extrem tödlichen Menschen. Ich meine, was haben die da gemacht? Haben die da einen Karate-Club verhaftet oder was ist bei denen falsch? Also, ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass es in einem Gefängnis irgendwie, in einem Gefängnis mit 34 Insassen schon mal 15 alleine gibt, die hier einen Karate-Kurs belegt haben und andere Leute mit einem Schlag töten können. Seriously. Das ist genauso unwahrscheinlich wie das halbe Gefängnis voller Initiatoren. Also, da muss was balanciert werden. Das ist alles unbalanciert gerade mit diesen Charaktereigenschaften, finde ich persönlich. Es ist wirklich eine gute Idee mit diesen Charaktereigenschaften und ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn das Spiel schwerer wird. Aber es ist halt einfach nicht balanciert gerade. Einen dritten Punkt möchte ich noch ansprechen. Das ist diese Sache mit diesem Bonus, den man da bekommt, wenn man Tage ohne Zwischenfälle verbringt. Hier. Ich mag diesen Bonus nicht sonderlich, nicht in dieser Form. Muss ich ganz ehrlich sagen. Folgendes. Wenn ich ein Gefängnis führe, hier dieses, und es läuft, dann möchte ich diesen Bonus haben, weil ich habe alles richtig gemacht. Wenn das Spiel jetzt aber der Meinung ist, es muss mir hier aus unerfindlichen Gründen einen Aufstand herhauen, also oder eine Schlägerei, sagen wir es mal so, für die ich nichts kann, die ich auch nicht verhindern kann, weil ich alle Bedürfnisse erfüllt habe und mehr kann ich beim besten Willen nicht machen. Außer ein paar Wachen mehr reinziehen, aber das ist auch irgendwo eine Frage des Geldes dann. Aber jetzt habe ich einen Faden verloren, verdammt. Was wollte ich sagen? Ja, wenn ich quasi ohne Grund in meinem Gefängnis eine Schlägerei kriege und dann potenziell gleich mal einer stirbt dabei, dann kriege ich diesen Bonus abgezogen. Ich wiederhole nochmal. Vielleicht merkt ihr, was mich daran stört. Ich habe nichts falsch gemacht, bekomme aber eine Strafe. Das ist quasi das, was mich stört. Ich werde quasi dafür bestraft, dass das Spiel mir, das ist eigentlich Mobbing im Endeffekt. Also Mobbing nicht direkt, aber das ist einfach, wie nennt man sowas? Das Spiel verarscht einen von Grund auf quasi. Es sagt einfach, ich nehme dir jetzt den Bonus weg, weil ich gerade Bock auf'm Aufstand hatte. Also, nee, Entschuldigung, aber den Bonus möchte ich haben, wenn ich was richtig mache. Wenn in meinem Gefängnis was falsch läuft und ich nicht mal ansatzweise irgendwas dafür kann, dann will ich den Bonus nicht verlieren. Das Spiel bestraft mich doch für einen Fehler, den das Spiel macht. Was soll das? Also, tut mir jetzt echt leid, wenn ich jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen unfair bin, aber vielleicht seid ihr da ja auch meiner Meinung. Wieso werde ich dafür bestraft, dass das Spiel hier mir eine Revolution vor die Nase setzt, für die ich nichts kann? Oder ein Aufstand, besser gesagt, Revolution ist was anderes. Vielleicht versteht der eine oder andere meine Kritikpunkte an dieser Sache. Ich meine, Verbesserungsvorschläge werden hier nichts bringen, weil die Entwickler Englisch sprechen und vermutlich kein Deutsch können, beziehungsweise dieses Video nie sehen werden. Ich sag's aber trotzdem mal. Was man in dieser Beziehung, was ich besser machen würde, ist, wie ich schon sagte, diese Schlägereien auf Schlägereien zu reduzieren, dass sich die Leute verletzen, aber nicht sofort töten. Dann könnte man das auch so regeln, dass dieser Tage ohne Zwischenfälle Bonus nur wegfällt, wenn wirklich Morde passieren. Ich glaube auch, dass das so geregelt ist, aber da in diesem System momentan so unglaublich schnell irgendwelche Leute sterben, ist der Bonus halt auch unglaublich schnell weg, obwohl man gar nichts dafür kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Kantine hier, wenn ich jetzt in, ich meine, die Kantine ist ein gefährdeter Raum für irgendwelche Aufstände oder Schlägereien oder sonstiges, das ist klar. Wenn ich jetzt in der ganzen Gegend nicht mal ansatzweise irgendwo Wachen hätte, dann sage ich überhaupt nichts, wenn die da drin Amok laufen. Dann darf ich den Bonus auch verlieren, weil dann ist es mein Fehler. Aber ich bin schon der Meinung, wenn hier erstens ein Typ durch Patrouille geht und zweitens hier im Vorraum einer steht, der durchaus in der Lage ist, in die Kantine reinzuschauen, dass ich dann diesen Bonus nicht verlieren darf, weil ich habe was gemacht dagegen. Ich habe hier dafür gesorgt,
dass hier drin in diesem Gefängnis, in dieser Kantine, nichts unbeaufsichtigt passiert. Heißt also, wenn jetzt eine Schlägerei ausbricht, sollte die Wache ja in der Lage sein, was zu alarmieren. Das ist also nicht mal ein Fehler, wenn hier drin Leute sterben. Es passiert einfach zu schnell. Man kann als die Wachen können nichts machen und nee. Also, wie gesagt, das sind halt so ein paar Kritikpunkte, die mich momentan so ein bisschen davon abhalten, diesen Patch zu mögen und das Spiel weiterspielen zu wollen. Wirkt einfach ungeschliffen, kann man vielleicht so ausdrücken. Es wirkt einfach alles unbalanciert. Es wirkt so ein bisschen rausgehauen, so als Experiment. Ich weiß, es ist eine Alpha, das heißt, man muss mit sowas rechnen. Aber man hätte sich das vorher vielleicht ein bisschen besser überlegen können und das ein bisschen besser durchdenken können, bevor man zum Patch released. Ich meine, es war jetzt ein recht großer Eingriff ins Spiel und vielleicht wäre das besser gewesen, wenn man da irgendwas aufgeteilt hätte. Oder wenn man irgendwas anders gemacht hätte, wenn man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit gelassen hätte. Bin ich der Meinung. Vielleicht kommt da im nächsten Patch noch ein bisschen Balancing dazu. Ich hoffe es wirklich. Ich weiß auch nicht, was die Community allgemein drüber denkt. Im normalen Forum auf Steam ist jetzt nichts dergleichen zu sehen. Was mich ein bisschen wundert, ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der sich an sowas stören will. Aber momentan ist es halt einfach so. Ich meine, ihr seht's ja, mein Gefängnis läuft einigermaßen gut. Bis auf die Tatsache, dass mir dieser Bonus weggefallen ist, weil ich vor ein paar Tagen mal wieder ein paar Tote hatte. Das ist halt. Wie gesagt, ich habe schon 8 Tote in dieser Haftanstalt. Warum? Was ist da passiert? Ich hatte am Anfang ein paar Probleme mit Gefahrenstufe. Okay, sehe ich ein. Dann darf ich auch bestraft werden. Aber das letzte Mal habe ich, glaube ich, allein hier 4 Tote, weil irgendein Typ in der Kantine eine Schlägerei angefangen hat, für die ich nichts konnte. Meine Gefangenen hatten ihre Bedürfnisse erfüllt und erschlagen sie sich einfach komplett ohne Grund hier in der Kantine. Das kann irgendwo nicht sein. Vielleicht versteht dort einer oder andere, was ich mir irgendwie sagen möchte, ne? Wenn ihr es nicht versteht, dürft ihr eure Meinung gerne in den Kommentaren schreiben. Ich würde gern auch darüber diskutieren, was ihr darüber denkt. Wenn ihr das Spiel vor allem auch selber spielt, würde ich auch gerne mal eure Meinung dazu hören, was ihr zu diesem letzten Patch denkt. Denn ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass ich da nicht der Einzige bin, der so denkt. Vielleicht bin ich aber auch der Einzige und ich bin einfach nur schlecht in dem Spiel, aber ich glaube es irgendwo nicht. Normalerweise sehe ich das dann auch schon ein, wenn ich in dem Spiel nichts kann und wenn ich in dem Spiel Fehler mache. Also, wie gesagt, hier läuft es gerade einigermaßen, aber das wird nicht lange dauern, bis hier irgendwo wieder eine Revolution. Ich nenne das immer Revolution, das ist echt Wahnsinn. Bis hier irgendwann mal wieder ein Aufstand ausbricht, der ganze Bonus wieder weg ist und das ganze Gefängnis wieder vor die Hunde geht. Also, ihr versteht hoffentlich, was ich sagen möchte. Wie gesagt, zum Projekt sei gesagt, es ist jetzt erstmal pausiert, bis sich mal rausstellt, was mit dem Spiel jetzt wird, ob dieser Patch nochmal balanced wird, ob da noch was kommt dazu. Wenn nicht, dann schauen wir mal. Jetzt kriegen wir erstmal 11 Gefangene der hohen Sicherheitsstufe. Das ist immer sehr perfekt. Das wird bestimmt jetzt super funktionieren. Aber gut. Warum hat der Typ da unten so ein Karohemd? Das ist, glaube ich, ein Dingens hier. Ein Gefangener, der. Naja. Ein Real-Life-Gefangener quasi, der sich da mit Geld ins Spiel gekauft hat. Also, wie gesagt, ich weiß nicht so direkt, was ich jetzt hier machen soll. Noch weiterhin. Ich bin mir da nicht sicher. Okay. Das war jetzt aber schon genug Gelaber über das Spiel. Ich glaube, ja, wie gesagt, vielleicht hat der eine oder andere eine Ahnung, was ich sagen möchte. Und ich würde sagen, man sieht sich irgendwo im nächsten Projekt. Ich werde jetzt die Tage mal Europa Universalis starten, damit nicht ganz so tote Hose auf meinem Kanal ist, weil CT6L alleine ist ja jetzt auch nicht unbedingt so viel. Jetzt habe ich auf einmal wieder 1000 plus. Wahrscheinlich wegen dem Bonus, ne? Nee, nicht nur. Ach ja, natürlich, wegen den Gefangenen. Aber wenn die jetzt hier kommen, dann ist hier nach ein paar Minuten eh wieder Party. Weil dann so viele hohe Sicherheitsstufe Gefangene hier sind, dass ich da keinen Spaß dran habe. Ihr seht's ja, hier sind schon wieder Schnelle und alles Gott weiß was. Also, das ist einfach. Naja. Gut, ich würde aber sagen, man sieht sich im nächsten Video. Und bis dahin, Servus.